Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Staffel 6 Nummer 277 mit Bildzettel Geissus und heute ist ein Gast aus Waterferne dabei. Hallo! Der sich Hallo nennt. Die Anni ist dabei. Ich suche gerade schon wieder die Wegpunkte. Was? Pute? Die Wegpunkte. Oh, die Pute. Die gute Pute. Heute ist hier keine Musik im Hintergrund. Aus folgendem Grund. Da wir ja, einen Gast haben. Was die Adi ist. Jo. Jo. So. Yo. Im Hintergrund ist Begleitung vom lieben Anton, wenn er sich irgendwann wieder bemerkbar macht. Wundert euch nicht. Der Anton ist mein Katerchen. Genau. Ich mache mir jetzt ein paar Truhen. Ich tue die Truhen hier ein bisschen vergrößern, hier unten. Ich hoffe, die kann man dann noch öffnen. Ja, super. Scheiße. Kann mich daran? Nee. Eieiei. So. Wie macht man das? Ich habe, glaube ich, noch ein paar Haken hier drin. Oder habe ich sogar noch ein paar Truhen hier drin? Eine Truhe habe ich noch. Das passt sicher perfekt. Plus Quam perfekt, wer kennt es nicht? Upsala, ich nicht. Kennst du nicht Plus Quam perfekt? Nein. Ist eine Zeitform. Eine deutsche Zeitform. Kennst du das wirklich nicht? Nee. Hab ich noch nie gehört. Wird so geschrieben. Ist deutsch. wenn man das so sieht. Wieder nach oben. Zack, 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 zack. Ich wollte ein bisschen Truhen sortieren und ein bisschen weitermachen am Gerüstbau der Häuser. Wir können da hinterher festlegen, was dann in die jeweiligen Bezirke alles reinkommt. Nee, so. Genau. So. Begleitung ist der Enrico noch im Hintergrund auf dem Server da. Also heute Full House. Upsala. Und die Folgen. Genau. Die Folgen werden da jetzt ein bisschen länger werden. Dass ihr mehr Fülle habt. Das ist unser Suizidfall hier. Die Krumpeloma aus Nordweden. Keine Ahnung, die kommt da irgendwie nicht mehr runter. Die müssen wir erstmal hier irgendwie Erde finden und die erstmal da drunter holen. So, zack. Wo haben wir Erde? Die arme Omi. Die wird jetzt erstmal vom Baum geholt. Die Feuerwehr, die braucht zu lang. Da müssen das die Bürgermeister selber in Angriff nehmen. So, wo ist sie? Da. Die steht auch knüppelhart auf der Kante. Das muss man ja mal dazu sagen. Kommt sie schon runter? Ach ne, das sah bloß so aus. Gut, dann holen wir sie jetzt mal da drunter. Ja, Omi, jetzt geht's runter für dich. Genau. Hier. Kusch. Kusch, kusch. Weg hier. Brauchen manchmal ein bisschen Hilfe, ne? Ja. Die Glasscheibe jetzt nicht kaputt machen. Komm. Hängt die jetzt da drin oder was? Ich will die ja auch nicht schlagen. Mit meiner Brandaxt hier.
Wäre nicht so toll. So, vielleicht so ein bisschen schieben. Ja, ja. Genau, da stehst du schon mal gut, aber jetzt nicht runterfallen. So. So. Hier runter. Genau. Und jetzt hier runter. Bitte runtergehen. Dankeschön. Ja. So. Und da bist du. Danke für deine wundervolle Unterstützung. Das hat super funktioniert. Jetzt bist du wieder unten. Alles in Sicherheit. Was? Du hast deine Autoschlüssel gesucht. Welche Autoschlüssel? Hier gibt's doch gar keine Autos. Du hast schon wieder geträumt. Ist ja da. Die Seherin ist das bestimmt ja. Die sieht die Zukunft. Oh. Mal Zwillingsschwestern. Wer ist jetzt wer? Okay, ich gib's auf. so. Ich habe heute die stolze Aufgabe, die Kisten zu sortieren. Bin schon wieder vom Lager weggerannt. Ich will mich immer drücken, aber... Nein. Ja. Zack, guckt euch die Kiste an. Alles kreuz in der Quere, außer die Blumen, die weiß ich nicht, wo die hin sollen. Das, zack, die Pilze, ne, müssen wir mal gucken. Die Schaufel, das, alles hier, alles. Zack, das auch. Das weiß ich nicht, das aber. Das weiß ich auch nicht, wo das hinkommt. Hauptsache, er will die Kisten sortieren, ne? Aber er weiß nicht, wo das hinkommt. So, fangen wir mal an. Eisen. Eisenzeug ist hier unten, beziehungsweise auch das ganze Zeug, was wir letzte Woche ja. Letztens verzaubert haben. Die Pfeile kommen dort oben rein, noch irgendwas. Die Schaufel. Das Feuerzeug. Dann noch irgendwas. Der Eimer. Hier oben ist auch noch ein Eimer. So, dann hier. Flint. Da oben hin. Eisen. Da. Gold da. Hier was. Die Zombie-Lebern. Die knetrigen Knochen. Nee, komm nicht rein. Sand haben wir nicht dabei. Sandstein. Hier ist Glas in der Mitte. Hier ist Holz. Haben wir irgendwas Holziges? Ja, Birkenholz haben wir dabei. Hier oben. Und das Verarbeitete hier. Zack, zack, zack. Und die 48 Stöcke würde ich. Na, die kann ich mir dann auch wiederholen. Das kommt da rein. Das ist kein Fichtenholz, das ist RD. Erde, die kommt da rein. Dann noch irgendwas hier. Sand, Kies, nee, hier auf jeden Fall. Da können wir endlich mal die Reihe hier voll machen. Zack. Dann zack. Und auf der Seite, das ist. Wo ist Stein? In der Mitte. Da kommt der auf jeden Fall mit rein. Und der Ofen. Das kommt hier oben mit rein. Also wie der? Nee, der kommt hier drüben. Genau, zack. Dann ist hier ein Eichenbaum. So. Wird gleich dunkel. Okay. Da kommt die Kohle hin. Das Lustige ist nämlich, bei uns gibt da alles einen Sinn. Da kommt das rein, haben wir auch schon fast einen Stack. Dann da kommt das rein. Ist schon dunkel? Ja, ist schon dunkel. That's it. That's it. Oh, muss ja mal ganz kurz schreiben. Ich liege bereits. Ach,
du auch. Ich bin zu doof, vor dem Baum hochzukraxeln, echt. Nein, sag sowas nicht. Doch. Nein, nein. Wenn das nicht so ruckeln würde hier, ne? Ruckelt das etwa? Ja, bei mir ruckelt es ständig heute. Da wackelt man nicht so am Schreibtisch. Das ist der neue Bürostuhl, oder? Ja, genau. Aber was anderes kann es nicht liegen. Es ist der Bürostuhl. Cool, wenn man hier so drüber geht. Ist mal alles gelb. Schaut lustig aus. Wir brauchen, glaube ich, auch Konstruktionserde. Zack, zack, zack. Konstruktionserde. Weißt du, was das ist? Nein, erzähl's mir. Konstruktionserde ist Erde, wo man etwas begradigt. Wo man etwas draufbauen kann. Konstruktionserde. Aber wir können ja erstmal hier. Guck mal, bevor wir jetzt was Neues anfangen, bauen wir erstmal alte Sachen zu Ende. Was haltet ihr davon? Genau, hier ist nämlich auch mal Krust drin. Gefolgt von Krust, gefolgt von einer Lernkiste. So, hier wollte ich eine Trennwand reinziehen, ne? Sagte der Mann. Zack. Hab ich hier irgendwie ein Material, was ich als Trennwand nutzen kann? Das ja zum Bleistift. Ich noch was anderes? Nee. Endlich ist der Baum zu Ende. So. Wo sind die Privatgemächer? Ja, hier sind die Privatgemächer. Da baue ich jetzt eine Treppe hoch. Und hier oben kommt dann die Wohnung drauf, das Schäfers. Plop. Ein bisschen Gebälk. Das darf nicht schaden. Gebälk ist wichtig. Tragende Balken braucht man immer. So, jetzt tue ich hier mal ein paar Treppenstufen machen. Das müsste eigentlich lang. Upsala. So. Ich glaube, ich bin ein bisschen falsch gesetzt hier. Muss ich wahrscheinlich den hier nehmen. Zack, zack. Genauso wie da. Zack, zack. Das kann man eventuell als Stauraum nehmen. Für eine Kiste eventuell. Irgendwann mal später. Ich glaube, das Einzige, was ich jetzt vergessen habe, ist das gut berüchtigte Eichenholz. Steht noch was von? Nee, hier wäre auch noch Konstruktionserde gewesen. Siehst du mal. Aber wir haben es ja hier nicht weit von sowas, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob da noch was ist, aber ich kann ja trotzdem mal nachgucken. Wir haben ja hier oben bei den Gerüstbauten auch noch eine Truhe. Und in der Truhe könnte auch noch etwas
etwas, das wird nicht lang. Das wird nicht lang. Aber ich habe hier auch noch ein bisschen sowas gesehen. Hier ist ja auch noch ein bisschen was. Ja, das könnte passen. So, dann schaue ich mal, wie viel Tags ich jetzt habe. Ja. Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Oder? Reicht dir das erstmal? Ja, das reicht mir erstmal. Das reicht nicht. Da müssen wir ein bisschen improvisieren. Kann man hier noch langlaufen? Ja. So. Haben wir hier das schon nach draußen gebaut? Nee, haben wir nicht. So, hier, nee, hier kommt einer hin. Dann kommt hier einer hin. Und hier kommt einer hin. Guck mal, das Ding kann man auch schon wieder ändern. So, 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 so. Tralala, Trillili. So oder so. Oder schaut das auch so gut aus? Ja, so schaut das gut aus. Ist irgendwo eine Truhe gewesen, wo ich das rein tue? Eine Reintu-Truhe. Komm, hier ist auch noch Zeug. Ist hier noch ein bisschen Eichenholz drin? Nein. Nö, aber hier können wir das erstmal reintun. Oh, guck mal hier, lecker. Lecker Schmackofatz. So, einer mehr, freue ich mich, auf jeden Fall. Wird regelmäßig geändert, die Zahl. Kann ja sein, dass das hier drin war, aber nein. So, jetzt gehen wir wieder nach oben. Genau. Wir haben ja jetzt hier den Balken. Und hier einen Balken. Das wird jetzt nämlich ein bisschen schwierig werden. Weil einerseits der Balken farbig ist und der andere nicht. Aber ich weiß nicht, ob wir weißen nehmen. Ich glaube ja, da wollten wir weißen nehmen. Für die oberste Etage. So. Aber das war nicht meine Absicht. Das auch nicht. Das ist wie so eine kleine Nische. Ja, und jetzt hier kommt das dahin. Ein bisschen. Ist ein bisschen anders gestaltet.
Okay. Wie wollt ihr das hier? Das. Verdunkel. Da. Und hier. Ich stelle mein Bett schon mal auf. Und wir sehen uns dann nächste Folge, meine lieben Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.